Willkommen zu Let's Sketch Runde 1. Yo, es geht wieder los. Diese Folge wird euch sowas von das Hirn rausblasen, das glaubt ihr gar nicht. Telefongespräch. Oh mein Gott, das wird sehr, sehr, sehr hochinteressant. 3, 2, 1, go. Kundensupport, was kann ich für Sie tun? Hallo? Entschuldigung, geht bei euch Mozzarella Firefox? Mozzarella? Ja, Mozzarella. Was geht denn eigentlich in deinem Kopf ab? Mirko, immer nett sein zu den Kunden. Aber da ist so ein richtiger Knecht. Hat da jemand meinen Namen gesagt? Also nochmal von vorne. Mein Name ist Mirko und Sie sind hier bei Computer Support. Was kann ich für Sie tun? Ey, dich zu begrüßen wäre Sauerstoffverschwendung, oder? Mozzarella, aber... Das ist doch nicht mehr lustig, Mann! Letztens habe ich gelacht. Das war lustig. Mirko, ruhig bleiben. Herr Knecht, ich will Ihnen wirklich nicht zu nahe treten. Aber könnte Dummheit quietschen, dann würden Sie den ganzen Tag mit der Ölkanne durch die Gegend laufen. Das lasse ich mir nicht gefallen. Ich kündige. Moment. Ich habe hier gar keinen Job. Runde 2. Das Thema. Es geht wieder weiter. Ich bin mega gespannt. Putzen. Oh, scheiße. Sowas mag ich gar nicht. 3, 2, 1, go. Schrubbst du auch immer ewig am Tresen, bevor er sauber wird? Kann man schon so machen, ist dann halt kacke, denn ich hab die Lösung. Bref Adam, das ist Future Shit. Damit kann man sogar die Hackfresse von Chilenko polieren. Warte, was? Darf er das? War nur Spaß. Damit bekommt ihr jede Fläche nur wenigen Sekunden sauber, nicht wahr? Nein. Das Ganze geht auch bei Holz. Dieses Tischbein ist so holzig. Ebenfalls bei Spiegelflächen. Wow, das könnte ich sein. Nur hässlicher. Runde 3, das Thema. Oh. Yes! Schon in der dritten Runde. Mann, die Zeit vergeht so schnell. Das ist ja Wahnsinn. Tierschmuggel! Oh, das ist ja böse. 3, 2, 1, go. Lecco mio, was haben Sie denn da? Du grinst wie ein Einhorn auf Drogen. Komm schon, was ist da drin? Das ist nur ein Sack voller Gold. Alles klar. Was war das? Meine Ex-Frau, die war voll die Pussy. Alles klar. Moment mal. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Doch. Nein, nein, das hört sich nicht an wie eine Ex-Frau. Was ist da wirklich drin? Mein Nachbar, er ist sauer auf mich, weil mein Hund hat ihm auf dem Rasen gekackt. Ah, dann würde ich mal sagen, scheiße gelaufen. Was war das? Ein Mädchen? Mädchen heulen doch so oft. Ah, stimmt. Mädchen. Was zum Teufel ist da drin? Und Runde 4, das Thema. Oh, letzte Runde. Dann war's es mir für heute. Oh nein, so traurig. Schlechte Videospiele. Haha, das ist ja gigantisch. Oh Mann. 3, 2, 1, go. Hey, heute zeige ich euch die neuesten Videospiele. Hast du meinen Kopf gesehen? Ist ein Game, bei dem man den Kopf eines kopflosen Mannes finden muss, um den Kopf auf dem kopflosen Mann aufzuköpfen. Falls man so lange braucht, taucht sogar ein kleiner Hinweis auf in Form eines roten Pfeils. Danke, roter Pfeil. Nun habe ich den Kopf für den kopflosen Mann gefunden und kann nun den Kopf auf den kopflosen Mann aufköpfen. Der Witze-Simulator ist ein Game, der schlechte Witze vorträgt. Du darfst nicht lachen, sonst hast du verloren. Los geht's. Was heißt Oberschenkelbruch bei Männern auf Chinesisch? Knicki knacki, na bei Saki. Scheiße, fast hätte ich schmunzeln müssen. Aber ihr wisst ja, egal ob GTA ohne Cheats, Halo auf legendär oder Pokémon mit einem Kappator durchspielen, ich pimmel sie alle weg. Tschüss. Leute, ihr glaubt gar nicht, was ich teilweise so für Kommentare finde. Boah, also heute war ich kacken, ne? Da kam so eine Wurst. Und dann ein Peniskommentar von einem Account namens Blue Cock. Was zum Teufel? Einfach mal eine Community-Challenge an euch. Wie viele Kommentare schaffen wir unter diesem Video? Ich bin echt gespannt, wie viele es werden. Überrascht mich mal so richtig. Was geht ab, Leute? Für mehr Folgen, Let's Sketch einfach drüben klicken oder die Infokarte. Kennt ihr schon alle Folgen? Ich bin sehr gespannt. Gebt mir einen Daumen nach oben, vielleicht schaffen wir die 2000 Likes auf dem Video. Wäre echt super geil. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder am Samstag. Bis dahin noch viel Spaß auf YouTube und eine super geile Zeit. Und glaubt mir, Leute, es kommt Großes, Leute, sehr Großes. Ich verrate noch nichts. Ich gehe jetzt weg. Oh, dieses blöde Telefon. Wer hat auch so ein Telefon eigentlich? Ist doch der Wahnsinn.